Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter bei Great Houses of Calderia. Ja, Leute, unser Keep wird langsam weiter aufgebaut und wir haben einen guten Zuwachs an Leuten. Und ja, wir lassen mal hier weiterlaufen. No interest. So. Beis hat nun den Hof von Alverca erreicht, um dort Iago Naturio zu treffen. Iago hat bisher keinerlei Interesse an Beis gezeigt. Was soll sie tun? Er ist egoistisch, er ist impatient, also ungeduldig, er ist naiv, er ist daring und friend of Animal. Soll sie ihn umwerben? Ja, ich glaube, sie soll ihn umwerben. Ja. Und das funktioniert tatsächlich. Die beiden sprechen intensiv miteinander, lächeln und lachen. Es scheint so, als gäbe es keinen Zweifel an ihrem Wunsch zu heiraten. Okay. So, es läuft langsam weiter. Unsere Burg wird weiter ausgebaut. Wunderschön. Wir haben gerade niemanden, der nichts tut. Miki ist am Trainieren. Ja, Join Negotiations. Hier vielleicht. Schutz Delegation geht nicht, okay. Ja, das, den Bug kriege ich leider gerade nicht hin. Ein neues Kind ist geboren. Adela hat im stolzen Alter von 50 noch ein Kind geboren. Herzlichen Glückwunsch. So, und es ist ein Junge. Iska ist sein Name. Xeli hat einen weiteren Skill gekriegt. Ja. Das heißt, sie hat gerade nichts zu tun und wird, okay, und Furisio hat ebenfalls einen Skill gekriegt in Ökonomie. Okay, wir gehen mal ganz kurz auf Pause. So, Furisio und Axeli, so, auch er lernt jetzt nochmal ein bisschen Ökonomie. Und Axeli, wo ist sie? Na, Axeli, da ist sie. Wir gucken mal an. Und auch sie lernt noch einmal Diplomatie, damit sie auf 12 ist. Jawohl. Okay. Wir nutzen das Lernen jetzt mal sehr extensiv. Das Keep ist fast fertig. Das ist gut. Ah, okay, okay. Ja, wir brauchen dann gleich jemanden, der sich um Erz kümmert. Kat hat einen Skill gelernt. Ja, die beiden müssen definitiv noch auf 10. Kata, da ist sie. Ah, okay. Ein Date im Theater. Ja, und sie wird versuchen. Ah, sie sind beide cheerful. Okay, sehr schön. Hm.
Ja, sie wird versuchen, seine Meinung aus ihm herauszukriegen. Und wie ist denn seine Meinung? Ja, das erfahren wir tatsächlich nicht. Aber das hat tatsächlich funktioniert. Die beiden können heiraten. Da gucken wir jetzt mal hier rein, die Connections. Damit haben wir die Archers freigeschaltet. Oh, sehr schön. Ja, so viel Geld brauchen wir nicht. Das heißt, jetzt werden wir hier mal einen Miner hinschicken. Wir gucken mal ganz kurz hier ins Keep rein. Happiness minus 0,2. Die sind tatsächlich glücklich, aber woher kommt die Glücklichkeit? Von den Wages, okay. Okay. Die sind auf 0. Sind wieder bei 6. Okay. Okay, dann schauen wir hier mal bei den Farmern. Plus 0,5 pro Level. Wie bräuchten die denn? Sie haben 0,2. 12 minus für die Wages. 0,73. Okay, das heißt, ihn hier könnten wir auch nochmal die Schulbank drücken lassen. Ja. Armintor. Für einen Punkt, das würde reichen, damit die auch glücklich werden. Okay. Klaus. Armintor, bitte. Ah, okay. Ranks of Calderia. Jawohl. Thassos wird die Reise beginnen. Okay, sehr schön. Ist er jetzt vielleicht wieder freigeschaltet? Nein, anscheinend nicht. Okay. Armintor. Gains a skill. Awesome. Wir gehen hier auf Pause. So. Armintor, bitte mal Diplomatie. Okay, jetzt gucken wir. Wir sind immer noch bei 5 pro Tag, jawohl. Sehr gut. Kater. Kater ist auf 9,9. Das heißt noch auf 10,10. Also einmal Diplomatie und Ökonomie. So. Diplomatie und Nomiki ist hier oben. 12, 12. Ja, mit 12, 12 können wir sie jetzt, glaube ich, einsetzen. So, und zwar bei den Winemakers, glaube ich, ja. Ja, da tut sich nicht viel. Oh, sehen wir einmal Manage. Ah, okay. Die Ökonomie macht, dass wir weniger bezahlen müssen. Warte mal, jetzt sind wir hier genau auf 12. Sind wir hier genau auf 12 und hier genau auf der Mitte. Was passiert, wenn wir sie jetzt hier auf 13 gehen lassen? Warte mal. Das probieren wir mal noch aus, Leute. Damit ich das System verstehe. Diplomatie. Jawohl. So. Und Beiß muss erst zurückkommen. Wir gucken mal hier. Wir können hier das Goom Housing bauen.
Wollen wir das? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir warten hier für die Miner auf 100 Gold und auf das Metallerz. Jawohl. Sieht's hier aus? Hier ist auch tatsächlich... Oh, hier ist 20. Die Sawmills. Mhm. Die wurden ja auch zerstört. Dann warten wir auf das 20 Erz und dann machen wir hier bei den Masons die Sawmills. 500 und 150. Ja, hier hätten wir tatsächlich alles. Das würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Wie sieht es hier auf dem aus? Das haben wir alles. Bei den Farmern haben wir auch alles. Keep haben wir jetzt das untere Level durch. Ja. Miner's Cottages würde länger brauchen. Wir haben das Winemakers. Die Taverne. 30 und 100. Das würde auch gehen. Und dafür würden wir wieder einen Slot... Nee. Zwei City Size und einen Arbeiterslot dazu kriegen. Mhm. Die Schmieden. Okay, da haben wir eh gerade niemanden drin. Ich glaube, wir warten hier auf die meistens hier auf die Sawmills. Ja, ich glaube, wir warten hier auf die Sawmills. Mhm. Genau, also 20 Dings. So, wir müssen warten, bis Bice wieder zurück ist. So. Hier fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir hier die Tradition auch freigeschaltet. Noch drei Pünktchen. Dann bekommen wir 0,1 mehr Happiness. Mhm. Bei so ziemlich allen. Und paid equally. Was kriegen wir hier? Dann hier... Hier. Okay, ich glaube, wir gehen tatsächlich in dieser Richtung noch weiter. Oder wir gehen hier hin. Dann würden wir den Mathe Magier kriegen. Ja. Ich glaube, die Happiness ist gerade wichtiger. Ja, das machen wir so. Okay, jetzt können wir. Okay, Weiß hat gerade nichts zu tun. Rank Selection. Aris. Okay, Aris geht wieder, weil Tassos tatsächlich immer noch festhängt. Okay, dann hab eine sichere Reise. So, das wird jetzt hier natürlich ein bisschen... Nee, das schlägt tatsächlich nicht rein. Axeli kriegt einen... Kriegt einen neuen Punkt in... In Economy. Er kriegt ebenfalls in Economy. So. Family Member can marry. So. Also. Weiß hat nichts zu tun. Wir schauen sie uns mal an. Okay, das sieht doch eigentlich ganz kompetent aus. Sie macht die Leute nicht sehr viel glücklicher. Aber sie macht... Minus 0,1. Wieso das?
Sie hat doch einen hohen Economy. Also eine 12 immerhin. Production. Ach, die Production hängt vom Military ab. Ah, okay. Okay. Da bleiben sie so, wie sie sind. 0, minus 0,12 plus 0,5. 25 sind wir bei 73, okay. Happiness hängt von der Diplomatie ab, okay. So, aber dann können wir sie auf jeden Fall mal noch nicht so einsetzen. Axeli. Ja, bringt die Safety nicht gerade hoch. 1,4, dann können wir das, glaube ich, so machen. Ja, genau, es ist 0,2 und würde sie einen Punkt mehr haben, würde das, glaube ich, zu 0,5 werden. Mhm. Urisio. 12, 12, 12, 14, 8, okay. Okay, wir könnten jetzt hier erstmal auf die Masons gehen. Könnten hier die Slots, oder gehen wir doch auf die Miners. Miners Cottage macht 2 Slots mehr. Oder sparen wir auf diese Dinge, um dann in Richtung Fortress zu gehen? Mein Gott, da braucht man richtig viel Zeug. Hier noch was? Nein. Hier noch was? Nein. Meistens, ja, dann werden es hier jetzt die Sawmills. Confirm. Okay. Okay, wir haben 3 Leute, die nichts tun. Axeli. 12, 13, 13. Okay. Axeli, du kriegst bitte noch deinen 13. Punkt auf Diplomatie. Jawohl. Dann Furisio. Urisio 12, 12, 14, 8. Ich würde Furisio ja gerne. Train Military. Nee, das funktioniert tatsächlich nicht. Warum funktioniert das nicht? Das Spiel sagt mir das aber auch leider nicht. Furisio könnte. Wir gehen mal kurz hier zum Haus Galan. Schauen uns das hier nochmal an. So. Wir schicken Furisio mal hier hin. Diplomatie und machen einen offiziellen Besuch. Senden. Und Beis könnte. Wir gucken mal. Sie hat 9 auf Militär. Das heißt, wir haben ein bisschen Einbußen. Zumindest auf eine 10 wäre halt irgendwie ganz schön. Wenn wir hier hingehen, wie viel gibt sie dann? 0 plus 0,5, genau. Genau. So. 0,73, jawohl. Aber wir würden ein bisschen Essen verlieren, wenn sie das macht. Hier würden wir ein kleines bisschen. 1,85 ist 1. Okay, also es wird abgerundet. Bedeutet, wir könnten sie hier zu den Minern schicken.
das ist eine etwas raue Umgebung, schicken wir sie zu den Weinmachern. Okay. Da ist auch nicht, zu den Winzern, dann ist auch nicht ganz so schlimm, wenn sie da dann ausfällt. So, wieso können die denn nicht heiraten? So, Aris ist auf der Insel Orsa angekommen. Das sieht gut aus. Armintor hat einen Skill gekriegt. 15, 12. Okay. Awesome. Carter hat einen Skill gekriegt. Carter muss nochmal, damit sie zumindest auf die 10 kommt. Wir wollen hier hin. Armintor geht hier wieder zu denen. Und er gibt ihnen 0,8 Bonus. Oh Mist. Okay, eins mehr. Eins mehr. Und er kriegt die Leute glücklicher. Ja, okay. Diplomacy, Diplomatie. Start Training. Gut. Rank Selection. So. Numiki bekommt einen Skill. Genau, Diplomatie. 13. Ein offizieller Besuch. Während des Dinners bei Mons Temo de Calder auf Mitschara Monsberra fragt Furisio ganz klar und nach der ehrlichen Meinung also wie das Haus gesehen wird. So. Recluse, Forgiving. Oh, sie ist. Okay, sie ist direkt. Sie ist egoistisch. Und auch er wird. Ja. Er spricht offen. Jawohl. Das hat funktioniert. So. Numiki. Du hast schon genügend gesehen. Du kommst auch mit einem rauen Menschen zurecht. Ah, okay. Sie ist genau auf 0,3. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe das so langsam. Es fehlen noch genau die 0,2. Efficiency ist nur 2,8 von 10. Okay, wenn wir die rausnehmen. Okay, also. Numiki, noch einmal Diplomatie bitte lernen. So. Dann wird nämlich diese eine Person glücklich. So, warum ist das noch nicht möglich? So, und Kata muss noch einmal Ökonomie, bitte. Die muss noch einmal die Schulbank für Ökonomie drücken. So. Okay. Intelligenz Skill, jawohl. 13, 13. Awesome. So, die können wir jetzt tatsächlich hier einsetzen. Wo ist sie? 13, 13. Hier. Ja, da sind es auch genau die zwei Punkte, die Leute auf glücklich setzen würden. Ja. Sieht es hier gerade aus? Ja, da wäre es mehr. Ja, dann lassen wir das hier. So.
0,3. Oder wollen wir sie auch nochmal trainieren lassen? Bin ich mir nicht sicher. Okay. Lassen wir das mal. So, wo sind wir jetzt hier gerade? Wir sind hier bei dem. Also wir haben den Idealisten freigeschaltet, jawohl. Und lassen weiterlaufen. So, Furisio hat gerade nichts zu tun. 12, 12, 14, 8. Der könnte hier nach Galan für einen offiziellen Besuch. Besuchen wir Pompeo Galan. Mhm. Warte mal, muss beißen nochmal. Oh, das gucken wir mal ganz kurz dann gleich. Okay, Armintor hat einen Skill gekriegt. Jetzt hat er 16 auf Diplomatie. Wir gehen mal auf Pause. So, und wir gucken. Und jetzt macht er die Leute glücklich. Uiuiui, guckt mal, 8 Leute pro Tag, die dazukommen. Mhm. Mhm. Jawohl. Ja, das bringt doch was, Leute. Noch 16 Tage hier bei den Masons. Sehr gut. Jetzt nehmen wir mal ganz kurz Beiß. Diplomatie. Nee, wir können die Heirat. Merit Characters not allowed. Hm? Warte mal. Beiß ist doch nicht verheiratet. Und? Trick Military Trade. Okay. Dann lassen wir das mal hier weiterlaufen. Vielleicht ist sie noch zu jung, aber ich glaube nicht. Kater ist jetzt auf 10-10. Sehr schön. Das heißt, wir könnten Kater hier mal hinschicken. Diplomatie, einen offiziellen Besuch bei Paola. Sehr gut. So, wir müssen uns wieder auf einen Rang bewerben. Okay. Wenn wir hier reingehen. 186. Das sind wir tatsächlich vorne wieder mit dabei. Ja, nee. So, dann wie viele Punkte haben wir hier? 144. Ja, da gibt es bei weitem bessere. Captain of Refinement. Mehr bauen oder schneller bauen? Ah, sind wir mit 211 auch anscheinend ganz weit vorne. 200 für den Majordomo. Da würden wir plus 3 Economy Skill und plus 5% Production Speed kriegen, okay. Court Librarian, da kriegen wir nicht so viel bei rum. Captain of Logistics. Da würden wir... Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das Glück und Reputation Heartfelt, okay. Ja, die Happiness ist es.
Okay, 186. Wir können noch mal kurz gucken. Farmers, Freeholders, Herdsmen und Vineyard. Okay. Family Head Skill, Diplomacy und Economy. Gut. Okay, continue. Wir sind hier relativ weit vorne. Das heißt, wir sollten wieder mit unserem Baron reden. Ja. So, Leute. Aber wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf und hoffe, euch hat's gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.